wollen die Schlüssel loswerden? Da kann ich helfen. Was ist das? Warum kann ich Kisten kaufen? Ach, guck mal rechts oben, die Zahl. Ich kann 10 Kisten kaufen. Oh mein Gott, wie nice. Ja, okay, das machen wir. Oh mein, bitte eine geile Waffe. Lol, 10 Kisten. Fett. Das kam vom Season Pass. Ja, da, hier geht's doch schon mal los. 2 seltene Waffen, die wir auf jeden Fall benutzen. Die K-Bar und die Volk. Volk mit zusätzlicher Stabilität. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Und die K-Bar String Theory. Wollen wir mal... Da schaue ich mal ganz kurz an, was die kann. Die kann natürlich geil sein. Eine seltene K-Bar. Wo kommt man denn hier ran? K-Bar. Und dann? Die ist hier nicht dabei. Wo finden wir den sonst? Hier, ne? Nee, auch. Wo ist denn die K-Bar String Theory? Hier ist sie. Okay, was kann die denn? Todbringer. Doppelabschüsse laden sofort das Magazin nach. Reduzierte Streuung aus der Hüfte. Das ist geil. Die werde ich dann wahrscheinlich mal spielen mit Lasermarkierer. Das kann extrem geil sein. Okay, nächste Kiste. Ich hoffe natürlich auf eine... Gute Qualität, kaum Gewahrspuren. Das ist aber schnell hier. Oh, sehr schön. Bergungsring ein bisschen. Oh mein Gott, die Ripper! Fuck! Episch ist schon mal die allerseltenste... Kartenkategorie überhaupt, was man bekommen kann von den Waffentypen. Oh mein Gott, da hatten ganz viele YouTuber extra ein Video drüber gemacht, wie geil die Waffe ist. Das ist eine Waffe aus einem vorherigen COD. Da haben Sie was zu schleppen. Ey, das ist so lucky, egal ob Clash Royale oder hier. Luck ist auf meiner Seite, ich kann's nicht fassen, wie genial. Hier, das ist die PR Evo. Und da gibt es noch Variationen und dann wird das die Ripper. Jetzt haben wir einfach die Ripper. Wie geil. Also da gehört ganz viel Luck dazu, die zu bekommen. Das ist eine der seltenen Waffen, die auf episch sind, die auch wirklich Sinn machen. Das werden wir auf jeden Fall gleich zocken. Es geht weiter. Also das war ja schon mal ein absoluter Erfolg. Ich bin gespannt, was kriegen wir noch? Volk Dead Eye ist eine gute Waffe, haben wir aber schon. Dafür kriegen wir jetzt Zusatzbergungsgut, oder? Hier, Duplikat. Okay, kriegen wir 5 Bergungsgut, können wir auf jeden Fall mitnehmen. Die nächste wird geöffnet. Aber auf jeden Fall, bis jetzt war das auf ein voller Erfolg. Mal schauen, was wir noch kriegen. Gar keine Waffe, hier kriegen wir nur eine legendäre Sturmgewehrtarnung. Aber gut, nehmen wir auch mit. Guter Vorteil. Und hier wieder keine Waffe. Also Bergungsgut ist jetzt auf jeden Fall am Start. Haben wir schon 2034 jetzt. Ah, die DCM8 mit Hamstern, was... Die spielen wir ja gerade, die Waffe, die geht mega ab, aber was kann das? Erhöhte Munition? Einfach, ach so, aber nee, erhöhte, nicht größere Magazine, oder? Nee. Ja, nehmen wir das mit. Wir haben zwar einen Munitionsmangel. 2 Kisten können wir noch öffnen, mal schauen, was sie noch drin verbirgt. Wir haben die Ripper, das ist schon mal extrem geil. Die Hailstorm, Malevolent, mit Auffrischer und Bereit. Sind das denn für Waffen? Also ich kenne die Waffenvariation gar nicht. Wo gibt es die denn? Wo können wir auf die zugreifen? Hier oben? Bei Handfeuerwaffen. Hier ist sie. Feuert mächtige Patrone mit starkem Rückstoß ab. Erhöhte Schadensreichweite. Ne, hier. Reduzierte Streuung aus der Hüfte und... 5er Abschuss, die führt eine primäre taktische Granate auf. Ne, das ist nicht so stark. Reduzierte Streuung aus der Hüfte kann vielleicht geil sein mit Lasermarkierer. Mal gucken. Als Sekundärwaffe ist jetzt nicht das Geilste. Eine Kiste können wir noch öffnen. Was kriegen wir hier noch raus? Keine Waffe mehr. Okay, aber schön viel Bergungsgut. Übel geile Sache. Wir haben die Ripper am Start. Einfach die Ripper. Schussrate 1. Ich will die Waffe mal vergleichen, die Ripper, mit Schussrate 91 haben wir jetzt. Ach ne, 91 und 4 drauf, da sind wir bei 95. Und wie viel die hier? Die 97. Wie viel Reichweite? 53, Reichweite 49, das ist schon mal besser. Schaden 53, 58, bisschen mehr Schaden.
Aber deutlich mehr Präzision bei der Rippe. Also viel mehr Präzision. Ich weiß gar nicht. Die ist ja einfach voll besser. Bisschen weniger Schaden, bisschen weniger Feuerreiz, aber dafür fast doppelt so viel Präzision. Das wird richtig geil. Okay, machen wir uns schnell eine Klasse damit. Auch gerade in Kill Confirmed. Es ist einfach perfekt. Es passt einfach. So, nehmen wir hier mal das mit und Gung Ho und Totenstille. Und jetzt kann es losgehen. Jetzt wird übel gezockt. Heute kam das Spiel raus. Wir haben schon die Ripper ganz entspannt. Ich wollte ein richtig fettes Pack-Opening machen, um die Ripper zu bekommen. Aber jetzt schreibt man, du hast die beste SMG-Tarnung gezogen. Stimmt das? Die sieht schon mal ganz nice aus. Scuff Controller. Noch 10 Sekunden bis zum Ruhm. Los! Also ich habe gestern 11 Stunden gestreamt. Heute schon 5. Jetzt nochmal 4. Kann man machen, ne? 20 Stunden Stream in 2 Tagen. Warum nicht? So, wir zocken die Ripper. Ja, so muss eine Ripper aussehen. Oh, so geil. Sturmgewehr und MP. Ich finde sie im MP-Modus geiler. Aber in einigen Situationen macht das Sturmgewehr auf jeden Fall auch Sinn. Ach, leck mich. Wieso ist der da? Ist der da gespawnt gerade? War der schon tot? Spawnt da und killt mich dann? Ich bin extra einmal um die ganze Map gelaufen und dann killt er mich da so dreckig. Verdammt. Wir liegen in Führung. Lol. Der schießt mich an. Ich kill ihn einfach noch. Oh, sind da zwei. Da hockt der da hinten noch. Der hat sie ja wohl nicht mehr alle. Ich will auch mal außenrum hoffen, dass ich ihn jetzt da schön wegholen kann. Den Camper. Da habe ich ihn, wunderbar. Nein! Das ist zu viele! Zu viele, nur 32 Schuss im Magazin, das ist nicht viel. Wiederhol mich da. LOL! Ripper! Ist die denn bescheuert, die Waffe? Call of Duty ist so pay to win. Derjenige, der die Waffe hat, hat gewonnen. Shit. Drohne bereit. Abschuss bestätigt. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Warum fallen die denn so schnell um? What the fuck? Ich muss gar nicht. Waren die jetzt schon angeschossen oder was? Die Gegner schießen gar nicht mehr auf mich. Im Nahkampf. Da habe ich zu spät angefangen zu schießen. Da habe ich zu spät angefangen zu schießen. Was? Nein! Ich Vollidiot. Wie kann man. Ich habe einfach. Jemand fange ich zu spät an zu schießen. Jetzt höre ich auf zu schießen, obwohl der Gegner noch gar nicht tot ist. Schon wieder zwei. Schon wieder zwei. Also die Waffe im MP-Modus ist die absolute Rasur. Das müssen wir nur noch wissen. So ein Scheiß-Teammate. Also wäre ich alleine, wäre ich da reingesprungen. Aber mein Teammate, ich denke, mein Teammate kriegt den Kill dann hin. Macht dann nur Scheiße. Oh mein Gott, Phasenwechsler eingesetzt, obwohl ich gerade, weil ich gerade angeschossen wurde, da bin ich im Gegner drin.
Und hol noch beide. Ein Traum. Das ist meine neue Lieblingswaffe. Ah, nee, das ist dumm. Ist doch nicht meine Lieblingswaffe. Das wäre peinlich, wenn das meine Lieblingswaffe ist. Wenn einfach die beste Waffe im Spiel die Lieblingswaffe ist. Das ist immer so voll noobig. Das ist so, als wenn Barcelona oder so von jemandem das der Lieblingsverein ist. Man ist einfach Fan von dem Verein, weil es der beste ist. Das ist scheiße. Die Magazine sind mir zu klein. Die Magazine sind mir verdammt nochmal zu klein. Punkt. Kann man sich auch nicht schönreden. 32 Schuss bei solch einer Feuerrate ist zu wenig. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Ja. Der nächste Subscriber kann rein, wenn ich mich da nicht verhört habe. Vielen Dank für den Subscribe und herzlich willkommen. Die Waffe ist auch im Sturmgewehrmodus ganz nice. Nehmen wir wieder den MP-Modus und springen wieder in die Gegner rein. Mehr Action. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Das war nicht gut von mir. Das war nicht gut. Camper, danke. Abschuss bestätigt. Was? Wo kommt der denn her? Abschuss bestätigt. Der spinnt doch. Mir wieder das Sturmgewehr draußen. Scheiße, scheiße, eine Granate! Boah, überlebt. Noch ein Subscriber kann rein. Leute, was ist denn los bei euch? Vielen Dank für die Unterstützung aus dem Nichts. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Ich hau erstmal rein. Können meine Teammates nicht sterben. Für mich ist das nichts hier. Ah, die kommen jetzt alle. Oh, hier kommt einer außen rum, die killen wir. Sehr schön. Abschuss bestätigt. Oh, das war eine Sense. Heißt der überhaupt so? 90 Punkte brauchen wir noch für einen Warden, den brauchen wir natürlich. Da kommt noch einer. Punkte noch. Meine Teammates müssen nur ein paar Kills machen. Dann habe ich den. Komm, Kill Team, mach ein paar Kills. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Hinter mir! Habe ich den Warden bitte? Ja, ja, ich habe doch. Ich muss ihn haben. Ich habe ihn. Wunderbar. Das hat funktioniert. Schöner Streak mit der Ripper. Ohne richtig krasse Aufsätze bis hierhin. Dann aktivieren wir uns. Was war das denn? Ich hab mich gerade verlaufen. Der hat keine Chance am Nahkampf. Sehr schön, mein Warden macht einen Kill. Wo sind die Gegner? Kurz warten. Okay, die sind hier. Ah, das ist ein bisschen zu weit weg, da muss ich weiter reinsprinten. Da war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob er da war. Da hätte ich offensiver spielen sollen. Verbündete Drohnenunterstützung aktiv. Abschuss bestätigt. Feindliche Drohne.
Ich war in der Granate drin, habe meinen Phasensprung angemacht, weil ich dann nicht, weil ich im Phasensprung in einer anderen Dimension bin und da kann ich keinen Schaden kassieren. Deswegen habe ich das Ganze überlebt. Schöne Runde, 37, 14, 29 und wir haben immer noch nicht das volle Potenzial der Waffe rausgeholt. Wir brauchen ein erweitertes Magazin, wir brauchen einen langen Lauf, wir brauchen vielleicht einen Schallnerfer, wir brauchen einen Lasermarkierer. Ich würde am liebsten 8 Aufsätze bei der Waffe mitnehmen. Jetzt schreibt jemand, die ist in IW besser als in Ghosts, WTF. Ja, und in Ghosts war es schon die beste Waffe. Ist die Waffe so gut oder bist du so gut? Das ist die Waffe überwiegend. Lädst du es auf YouTube hoch, wo du die Waffe gezogen hast? Ja, werde ich machen.